keep sinking into your blue, into your blue. Yeah, I keep sinking into your blue, into your blue. Stars, I keep seeing stars inside your eyes. Hallo, willkommen bei Planeo. Mein Name ist Eugen. Heute ist unser Thema Gartentor einbauen. Wir bekommen hier ein Gartentor rein, das ist 3 Meter breit und seitlich zwei Elemente. Das Gartentor ist ein sehr hochwertiges aus Aluminium. Geht auf unseren Shop, guckt euch unsere Gartenelemente an, Zäune, Sichtschutzzäune, Terrassen und so weiter. Könnt euch Muster bestellen, zuschicken lassen, haben wir alles Mögliche. Wie gesagt, da kommt ein sehr hochwertiges Aluminium-Element rein. Was ist dabei wichtig? Also erstmal Werkzeug. Am besten, wie immer, Werkzeug alles vorher vorbereiten. Hammer, ne, braucht man immer. Was brauchen wir noch? Wir brauchen ein paar Hölzer. Dann brauchen wir Schraubzwingen, Schlägs, Akkuschrauber. Wir brauchen eine Wasserwaage, eine lange. Dann habe ich hier noch so eine Pfostenwaage, die man dran macht. Dann brauchen wir Beton. Wir haben einen Fixbeton, den macht man rein, trocken. Und gießt man mit der Gießkanne auf. Deswegen steht auch die Gießkanne da. Der ist nach ein paar Minuten ist der hart und bewegt sich nicht mehr. Ach so, die Pfosten natürlich. Ohne Pfosten keine Pfosten, ne? Wir haben hier für dieses Tor, das sind 9 cm Pfosten, also richtig stabile. Einmal durch die Stärke und einmal durch die Kantung des Materials. Also man sieht schon, wie viel Verstärkung das hat hier. Wie gesagt, hier kommt ein 60er Element, ein Tor, zweites Tor, 60er Element. So, was ist noch wichtig zu beachten beim Betonieren, wenn man Pfosten einbetoniert? Grundsätzlich ist es in Deutschland so geregelt, dass man eine frostsichere Tiefe von 80 cm hat. Das heißt, ihr müsst, ob ihr Gartenelemente befestigt oder Fundamente eingrabt, ihr müsst immer 80 in Boden. Das macht Spaß, wenn der Boden hart ist. Bei Sichtschutzzäunen ist es meistens so, die werden 50 einbetoniert, aber vertauscht das nicht. Also die Betoniertiefe ist trotzdem 80. Das heißt, das Fundament geht 80, der Pfosten 50 rein. Gerade bei Toren ist das noch mal wichtiger, weil das Gewicht von dem Tor, wenn das aufgeht, das Tor hat einen Hebel, und das drückt nochmal auf den Pfosten, deswegen ist es nochmal wichtiger, da auch wirklich verstärkt zu arbeiten. Bei Pfosten ist es so, man lässt einen Zentimeter Platz, wenn die Elemente befestigt werden. Wir haben ja Schiebelemente, das heißt, die werden hier in diese Nut eingeschoben. Da werden wir die ohne Luft, also mit ein paar Millimeter Luft, weiß nicht, 3-4 Millimeter Luft, so dass sie noch arbeiten können, weil immer mit berücksichtigen. Wir haben thermische Ausdehnung vom Material, wir haben verschiedene Witterungen, das heißt Wärme, Kälte und so weiter, das Material arbeitet. Gerade in der heutigen Zeit, die meisten Leute wollen alles dunkel haben. Wir haben hier auch DB702, glaube ich, hier, Anthrazit. Das heißt, so ein dunkles Material, das nimmt viel Wärme auf, das dehnt sich aus. Und deswegen muss man diese Punkte mit berücksichtigen, dass man da ein bisschen Spiel mit einbaut. Nicht zu stramm einbauen, sonst zieht euch das auseinander. Dann gehen wir weiter. Hier kommt unser Gartentor hin. Mit 2 Elementen, doppelflügelig. Und da ist es so, da müssen wir die Pfostenbreite plus 60 mm einplanen, weil wir brauchen noch 3 cm rechts und 3 links, einmal um das Tor, um einmal das Band aufzuhängen, und das Tor muss ja auch noch schwenken, dass es nicht klemmt. Der nächste Schritt ist jetzt, wir werden die Pfosten jetzt hier auf Höhe bringen. Also die Höhe und Maßen, die nehmt ja immer Aufbauanleitung. Auf unseren Shop, wo ihr das Produkt seht, kann man die Anleitung aufklappen. Da sind auch die technischen Daten davon. Also die immer mit berücksichtigen. Höhen, Maße und so weiter. Bei uns ist es jetzt so, wir werden jetzt 1,91,5 Meter muss der Pfosten hoch sein. Das heißt, das ist unsere Kante hier, von der wir messen. Dieser Bordstein ist 8 cm höher. Wir rechnen dann 8 runter. Auf dieser Höhe werden wir jetzt 2 Latten mit der Schraubzwinge einklemmen. Und dann bringen wir den Beton ein. Besten Schrauben der Welt, die nicht magnetisch sind, und mein Bit ist weg. Ich bohr vor. Ach, ich bohr nicht vor. Ich bohr vor. Nein, ich bohr nicht vor. Also hierbei 2 Sachen beachten. Das eine, ich würde die Pfosten noch in der Folie lassen, damit sie nicht vermackelt werden. Natürlich zum Einbetonieren unten wegmachen.
Zum anderen, ihr seht ja, eine Seite ist zu. Die Seite, die zu ist, die muss einmal zum Tor hier und zur anderen Seite, die offen bleibt. Weil in diese anderen vorgefertigten Rillen hier kommt ja in die Nut, hier kommt ja kommen unsere Sichtschutzelemente reingeschoben. Hier ist zu. Das kommt nach hinten. Und diese deckt man nachher mit einer Blendleiste ab. Aber hier kann man sich noch die Möglichkeit lassen, die Option, wenn man nachher noch nach da ein Element haben möchte zum Beispiel, dann kann man später nach da und nach da. Deswegen hat man diese Leisten von einer Seite ist immer zu und von drei Seiten offen. Beim Hauen auf jeden Fall nie was zwischenlegen, damit man schön oben vermackelt, ne? Jetzt machen wir uns einmal die Markierung am Bordstein, wo wir hinkommen. Jetzt habe ich hier einmal 60, Außenkante Pfosten gemessen. So, jetzt machen wir hier 3 Meter fürs Tor. So, jetzt muss ich einfach was nachgucken. Also ich habe hier meinen Plan drauf, ne? So, wir haben jetzt hier so eine Wasserwaage, wo man die Pfosten von beiden Seiten sehen kann. Wir werden jetzt ausrichten, um den Abstand hier zu gewährleisten, dass er gleichmäßig ist, werden wir uns eine Latte nehmen. Dann schneiden wir uns hier von der Latte was ab, machen hier 2 Anschläge, sodass wir den Abstand immer dazwischen halten können und anpassen. Jetzt stellen wir uns hier den Abstand der Pfosten ein, damit wir nicht verrutschen. Einmal einen Strich. Hier habe ich noch ein paar lange Profile für die seitliche Fixierung, dass sie nicht verrutschen. Die machen wir jetzt hier dran. So passt es. Bei dieser Wasserwaage habe ich gemerkt, die ist nicht schlecht, um das grob auszurichten. Aber ich messe mit dieser nochmal nach, weil diese ist eine etwas hochwertigere. Aber so zum grob ausrichten ist die schon super. So, jetzt betonieren wir die erstmal aus. Also, wir haben hier so ein Schnellbinder-Zement. Dann schüttet man trocken rein. Pro Sack circa 3,5 Liter Wasser mit der Gießkanne auffüllen. Mit dem Stock ein bisschen durchstochern. Und nach 5 Minuten bindet der ab. Nach 10 Minuten ist der Knüppel hart, da geht nichts mehr. Da könnt ihr auch nicht, nach 5 Minuten auch nicht mehr bewegen. Ne? Nach einer Stunde belastbar. Das ist der Vorteil von diesen. Dass der schnell reagiert und schnell hart wird. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Es kann sein, dass wir jetzt unten nur mit diesem Beton auffüllen und dann nochmal Fertigbeton uns holen und den Rest oben ausbetonieren, dass wir die nur mit diesem fixieren. Das überlege ich mir noch. So, jetzt stellen wir uns hier ein paar Säcke erstmal hin, machen die schon mal so auf grob. So, Dominik ist jetzt auch rausgekommen. Der war noch im Badezimmer, hat da die Dusche gemacht. Jetzt ist er hier. Er dachte sich, die Sonne ist schön. Das Wetter will er nicht verpassen. Ich werde jetzt betonieren und Dominik wird gleich hier diese Sichtschutzelemente dazwischen schon zuschneiden. Da hat er schon sich die Säge hingestellt. Bestes Material. Aluminium. Und ihr seht schon den Lack, halt meine Sonne, wie das glänzt. DB702, glaube ich. Also da sieht man den schönen Glimmer, ne? 703. Ein Traum. Bestellt euch Muster. Also der in der Sonne kann man sich den ganzen Tag die Bretter angucken. Das ist so ein schönes Brett.
So, wir haben uns da unten ein bisschen Füllmaterial reingearbeitet. Zwei Pflastersteine. So, jetzt gießen wir ein bisschen, dann tun wir noch was drauf. Der Stocherstock. So, den Beton natürlich, wenn der Staub drauf gekommen ist, auch natürlich gleich abwaschen. Ein bisschen nachstochern. Der Beton muss schön was aufnehmen, ne? Jetzt habe ich mir einen Schlauch geholt. Den Schlauch jetzt noch besser. Ja, Wetter ist heute ein bisschen unbeständig, aber manchmal ist das so. Den Rest macht der Regen. So, jetzt nochmal kontrollieren nach dem Betonieren, falls man irgendwo dran gekommen ist. Also was heißt nach dem Betonieren, also neben unmittelbar, ne? Passt, passt und passt. Oben passt, also passt. Jetzt hoffen wir, dass es passt. They wanna judge me, I'll testify. Catch me on Insta, I'm verified. They want me quiet, I amplify. I'm on my way to the best thing that you've ever seen. You know that you bow to the queen. You lose all your senses and reason. I'll give you something to believe. Man sieht dann noch, wenn wir jetzt aufpieksen, der ist noch ein bisschen trocken, aber deswegen verteilen wir es jetzt noch ein bisschen und stochern, dann noch mal ein bisschen nachfeuchten, deswegen nicht zu viel auf einmal aufschichten. Keeps on burning, 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 just keeps on burning.
der Vorteil, wenn sie eingepackt waren, hier, schön sauber. Am liebsten würde ich sie eingepackt lassen, dann wären sie nicht dreckig. Als nächstes, also die ganzen Elemente sind ja schon immer passfertig, das heißt, man setzt zwei Pfosten, die setzt man an minus 20 mm wegen der Falz hier, wo die Bretter reingeschoben werden. Bei diesen hier, die schneiden wir uns ja selber zu. Wir haben die ja schmaler gemacht, wie die standardmäßig sind. Auch wichtig, hier dieses Bürstenband, das kommt hier so reingeklebt, reingeschoben meine ich. Können wir schon mal eins machen. So. Wunderbar. Flauschig. Von beiden Seiten. Jetzt werden wir uns die Bretter zuschneiden. Und zwar, wie schon gesagt, das sind ja dunkle Elemente, Aluminium, Metall dehnt sich aus bei Wärme. Deswegen werden wir die jetzt mit so 5 mm Luft ungefähr einbauen. Dazu messen wir einmal hier. Von Falz zu Falz haben wir genau 47. Also schneide ich die auf 46,5. Passt hier auch, also 47 ist da. 45 plus 2 cm, passt. So, hier haben wir uns eine kleine Hilfe gebaut. Jetzt machen wir uns einen Anschlag hier. Machen erstmal ein. Wunderbar, das passt soweit. Jetzt bauen wir uns hier einen Anschlag, damit wir den nicht alle messen müssen. Das ist unser Maß hier. Jetzt stellen wir uns einen schönen Stein hin. Passt. So, wir gucken, ob es hier auch passt. Gut. 12, 12. Wir müssen jetzt ganz viele Bretter schneiden und wir zeigen euch gleich einen Trick, wie man nicht alle Bretter messen muss. Wir messen jetzt eins, legen es ins Gerät ein, fixieren einmal die Säge, klemmen das mit der Säge fest, stellen wir ein Pflaster ein. Ein Pflaster zur Befestigung, dass es nicht verrutscht. Man kann auch eine Latte festschrauben, wenn man will. Und dann geht's los. So, jetzt machen wir Steigerung, ne? Drei Bretter. Beides Wochenende, wir wollen fertig werden. Okay, nächster Schritt. Wir werden jetzt die Scharniere für die Tore, die Bänder, dran machen. Also wichtig, erst die Tore befestigen, dann den Zaun einhängen. Weil wenn das Tor sitzt, müssen wir von der Höhe des Tores die Zäune einmessen, dass die in einer Flucht sind. Ich muss mal Brille anziehen hier. Ist ein bisschen hell heute, sonst sehe ich das nicht. Der Bordstein hier an dieser Stelle ist etwas höher wie da hinten. Also wir haben jetzt verschiedenes Gelände. Das müsst ihr auch vorher mit berücksichtigen. Die Geländehöhen. Guckt ganz genau, auf welche Höhe angefüllt wird, wo der Pflaster kommt und so weiter, weil das Tor sich auch noch öffnen muss und so weiter. Diese ganzen Sachen muss man berücksichtigen. Ist manchmal gar nicht so einfach, deswegen mit den einzelnen Gewerken auch sprechen. Wir sind ja auf der Maximalhöhe ausgekragt. Ihr seht schon, das Tor sitzt auf dieser Ebene, der Rasen ist höher. Unsere Pfosten sitzen aber in der Ebene, wo der Schotter ist. Die müssen auch noch 50 cm in Boden einbetoniert sein, haben wir jetzt ja auch. Dadurch kommen wir aber hier ein bisschen tiefer. Das heißt, wir werden jetzt hier auf die maximale Höhe oben anbinden. Das ist hier so. Das andere Element lassen wir bis ganz Oberkante laufen. Also die Pfosten werden oben nicht mehr überstehen. Wir werden die auf eine Ebene rauslaufen lassen. Meistens wird es so gemacht, dass der Pfosten oben noch mal 5 cm rausguckt oder so. Wir werden die jetzt oben bündig setzen, weil wir jetzt das Tor, wie gesagt, hier über den Bordstein rüberführen wollen. Wir haben hier einmal Längslöcher und dass wir das Tor gegebenenfalls noch mal nachjustieren können. Wir werden das jetzt so positionieren, die Kreuze so anzeichnen, dass wir mittig sind, dass wir später noch mal die Möglichkeit haben, nachzujustieren.
Jetzt haben wir hier 2,5. Hier 2,5 passt. So, ich male mir einmal das Loch auf und mache mir das Kreuz, wo ich reinbohren möchte. Wir bohren mit einem 3er-Bohrer vor, bohren mit einem 7er nach und dann schneiden wir ein 8er Gewinde rein. Mit einem Gewindebohrer. Genau, habe ich am Anfang nicht gesagt. Also am besten Akkuschrauber, wenn ihr habt, 2. Ja, das ganze Material, was man hier hat, das ist ja dabei. Das sind diese Schrauben hier. Wir haben noch ein Lager, die Winkel und wie gesagt Bohrer, verschiedene und Gewindebohrer. Das braucht ihr dafür. Den Bohrer muss ich möglichst nicht kippen, ne? Also gerade rein. Jetzt holen wir uns erstmal das Tor hin und probieren es aus, bevor wir hier in Serie gehen und noch 2 Tore machen, ob es auch passt. Ne? Ja, wir haben das Tor eingebaut. Die Beschläge müssen wir noch montieren. Wir gehen jetzt weiter und werden hier die Sichtschutzelemente einbauen. Wichtig ist natürlich, ihr seht, das ist das Tor von innen. Ne? Deswegen sind ja hier diese Verstrebungen, die gibt es nur von einer Seite. Das würde ich immer zu der Seite einbauen, wo es, ja, meistens Innengarten. Nach außen hat man das dann nicht, aber bei den Toren hat man immer nochmal eine Verstrebung wegen der Stabilität, weil das größer ist, wie ein normales Türblatt oder Gartentor. Ja, als nächstes werden wir jetzt hier die Zäune einbauen, die Sichtschutzelemente. Wir wollen die Fugen durchlaufend haben. Das heißt nicht, dass der Zaun hier die Fuge hat und das Tor da. Wir wollen jeden eins durchlaufen lassen. Aus dem Grund kann man das so machen. Wir müssen ja unten erstmal den Stopper hier einbauen. Anschlag, Startclip, wie auch immer. Gibt es mehrere Bezeichnungen für. Da haben wir die liegen. Die werden von oben reingeschoben. So sehen die aus. Die werden hier in die Nut reingeschoben. Letztes Mal habe ich die Bürsten schon eingebaut. War falsch. Erst die Startclips einbauen, die Anschläge, dann die Bürsten, sonst kriegt er die nicht mehr durchgeschoben durch die Nut. Die begrenzen auch gleichzeitig unten den Anschlag für die Bürsten. So, die schieben wir von oben rein. Jetzt zeichnen wir uns hier die Fuge, die übernehmen wir jetzt von hier. Also genau die innere Fuge, wo das aufliegt. Die zeichne ich jetzt hier an und gehe von da aus 15 runter. Dann brauchen wir wieder 4 mm Bohrer zum Vorbohren, Kreuzbit. Das ist ja alles dabei, die Schrauben sind dabei, die Anschläge sind dabei. Ziehen wir den hoch bis zum gewünschten Punkt, halten den fest und bohren auch dann mit ihm als Schablone einmal durch. Schraube. So, das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Ne? Das können wir uns jetzt hier runter messen. Müssen wir jetzt von oben messen, nicht von unten. Hier haben wir ein Maß von 181,5. Jetzt schieben wir die Bürsten da rein. Schön flauschig.
Hasenohren, wie der Hermann. Entweder steckt ein Pfahl vorher zusammen, man kann die mit einem Gummihammer zusammenschlagen, geht auch. Das heißt, einen draufsetzen und dann genau so nicht. So. Da ist er. Jetzt machen wir immer vier Stück drauf. Also ich finde es einfacher, die drauf zu schieben. Ein Fädel drauf schieben. Jetzt machen wir ein paar Stück rein. Zack. Dann machen wir es wieder ein paar. Am besten so die Ecke ansetzen, in die Schiene reinführen und schieben. So. Haben wir noch solche Abschlussstücke von oben? Die schneiden wir jetzt einmal ab. Ja, passt. Den schlage ich gleich noch rein, aber ich säge mir noch ein paar Stück zu. Normalerweise hält so ein Pfosten hier ein Tor. Aber man weiß ja nie, wenn Kinder, also meine Kinder machen nicht immer alles, was ich denen sage. Das ist manchmal so. Die können sich ja schon mal draufhängen, auf dem Tor schaukeln. Dann kann es sein, dass da doch ein bisschen mehr Gewicht drauf kommt. Kommen auch Erwachsene manchmal auf solche Ideen. Deswegen wollen wir nochmal, um das nochmal ein bisschen mehr zu sichern, machen wir hier oben nochmal eine Stange rein und werden die beiden Pfosten miteinander mit der Gewindestange verbinden. Haben wir vorher schon gehabt, provisorisch, das funktioniert. Nur müssen wir hier reinbekommen, zwischen den Pfosten, zwischen dem Profil. Dazu müssen wir hier nochmal ein Loch bohren. Das habe ich hinten schon abgemessen. Das sind 5,2 von oben. Bohre ich jetzt hier ein Loch rein. Also es hat sich gut angehört. Es ist durch. Hoffentlich gucken meine Kinder das nicht. Die Kappen werden wir hier schön ausschneiden, dass die hier oben mit dem Abschluss bündig sind. Und dann ist alles schick. Türbeschlag machen wir jetzt dran. Also was haben wir jetzt einmal hier? Akkuschrauber brauchen wir, Schraubenzieher, hier ist der Türzylinder. Das andere ist alles soweit dabei, auch eine Anleitung. In der Anleitung steht auch drin, wie das zu montieren ist. Könnt ihr nochmal nachschauen, aber ich zeige euch das jetzt auch einmal. Ne? Ihr könnt, je nachdem was ihr für eine Tür habt, diesen hier, den Schnapper, den könnt ihr drehen. Also den rechts, den links. Wir brauchen den jetzt genau andersrum. Und zwar macht man das so, diese Sicherung hier raus. So, passt auf, ne? Nicht, dass ihr eine Feder löst, dann wünscht ihr euch alles andere zu machen, außer das hier. Und wenn ihr das wieder zusammensetzen müsst. Zack. Dann kann man das hier so drehen, wieder in die Schiene zurück einführen, ist er wieder eingerastet. Jetzt ist er wieder stabil. Das wieder einsetzen. Passt. So, Türzylinder. Setzen wir den hier ein. Zack. Jetzt müssen wir den hier, der ist so schief, das ist die Sicherung hier, den müssen wir gerade schieben, dass wir den hier einführen können. Da muss dieser, der schwarze hier, den wir eben, der muss genau in die Mitte rein. Und dann wird er sehen, dann schließt das. Zack. Einmal umdrehen, dass er schließt. Dann diese Schraube in den Zylinder einführen. Ihr seht schon, die Schraube ist lang genug. Das wird mit Sicherheit halten. Schlüssel abziehen, holen wir den Rest raus.
aufpassen auf Rasen, ne? Den einen habe ich abgemacht hier, damit man es nicht so verdreht und zerkratzt. Dann setzen wir den drauf. Und jetzt mit diesen schönen Schräubchen hier durch. Dann haben wir noch zwei kleine. Das sind selbstschneidende Schrauben hier. So, normalerweise gibt es hier noch eine Verriegelung nach unten, die liegt hier. Die werden wir später einbauen, weil das Pflaster ist noch nicht fertig. Weil das ist wichtig, weil das geht ja 5 cm nach unten und verriegelt. Und deswegen ist es entscheidend, wie hoch unser Untergrund ist, damit wir auch die passende Eindringtiefe haben. Boah, wie alleine, ja, super. Einfach schön. Jetzt sieht man auch gleichmäßige Fuge. Das darf nicht zu weit auseinander sein, darf auch nicht zu nah sein, dass es quetscht. Das sind jetzt unsere Abdeckleisten, die hier reingeschoben werden. Die gibt es in 2,40 Meter, wie die Pfosten sind, oder in 3 Meter. Es ist ja so, wenn ihr jetzt den Pfosten einbetoniert habt, dann guckt ja 1,80 Meter, 1,90 Meter guckt er raus. Das heißt, die 2,40 Meter geht eigentlich, müsste eigentlich passen. Wir hatten jetzt leider im Lager nur diese hier, die langen. Deswegen nehme ich die jetzt und säge die ab. Je nachdem, wie tief der Pfosten einbetoniert ist, und die Leiste hier reingeschoben wird, wenn sie durchrutscht und hier oben ist noch Luft, dann kann man die hochschieben und unten mit einer ganz normalen, selbstschneidenden Schraube unten fixieren. Das kann man machen. So, dann zeichnen wir die jetzt an. Ich stecke jetzt ein paar rein. Man kann die auch auf Stoß machen. Aber dann hat man halt ein Stück. Das könnte man zum Beispiel hinten machen, wo man es nicht so stark sieht. Wir sind ja sparsam, ne? Lipper. Nummeriere die jetzt gleich. Da hinten beim Busch, da machen wir 2 Stücke rein. Das ist ja nicht schlimm. Da sieht man den Stoß ja nicht so stark. Ich werde jetzt mit der Flex schneiden, hier oben vor Ort. Der Schnitt wird natürlich nicht ganz so sauber, wie mit der Kappsäge oder so. Aber hier oben kommt ja noch eine Abdeckkappe drauf, das heißt, die wird das hier oben abdecken. Den Stoß, wenn wir den machen, eine Stoßverbindung, den werden wir noch mit der Kappsäge schneiden. Aber so muss ich den nicht alle wieder rausholen. Ich ziehe den ein Stück hoch, halte den fest und säge den ab. Wenn ihr mit der Flex geschnitten habt, dann ist die Kante manchmal so ein bisschen gerad. Da könnt ihr mit dem Cuttermesser einfach ganz langsam rübergehen und dann ist das in gerade. Die Stoßkanten werden wir nicht die geschnitten nehmen, sondern die Industriekante aufeinander stoßen, weil die ist dann erstens gerade und zweitens ist sie schwarz. Dann fällt das nicht so auf, wenn der Stoß ist. Also den Stoß natürlich besser nicht in Augenhöhe, sondern weiter unten. Ja, als wenn nichts ist, ne? So, der Kunde möchte den Zaun ja oben bündig haben. Man kann ja auch die Pfosten rausgucken lassen. Aber da wir jetzt oben bündig sind, guckt das Profil ein bisschen raus. Weil wir sind dann eine Flucht mit den Toren. Also müssen wir unsere Kappen jetzt hier ein bisschen ausschneiden. Dazu setzen wir die auf und jetzt zeichnen wir uns hier die Schräge ein bisschen ein. Hier sieht man schon den Punkt, das ist die Mitte. Das war vorgeprägt. Jetzt passen wir uns langsam an. Das muss man bei jedem Pfosten einzeln machen. Mit dem kann man alles machen. Universell. Noch ein bisschen tiefer. Lieber zweimal schneiden, wie einmal zu kurz.
Aber wir sind ja nicht ganz doof, ne? Jetzt können wir das Tor zu Ende machen. Jetzt sitzen die Pflaster, man muss ja unten die Höhe haben, damit man weiß, wie weit man nach unten verriegeln kann. Es gibt jetzt einmal im Sortiment diese Auflaufstütze hier dabei. Wir werden das aber anders machen, da wir hier einen Bohrstein haben. Man kann das auch direkt in den Pflaster ein Loch bohren, dann entweder mit einer Kappe abdecken oder einfach in den Pflaster rein, und das funktioniert auch, je nachdem, was ihr für den Untergrund habt. Aber das Ding, wie gesagt, das ist nochmal hier ein Auflauf, damit das Tor nicht weiter aufgeht. Wir werden hier das anders lösen, indem wir da hinten nochmal einen Stopper hinmachen. Wir haben halt die Möglichkeit, wegen dem Bordstein hier nicht anders das zu lösen. So, die wird einmal mit 4 Punkten verschraubt, vorgebohrt, verschraubt. Nach unten bohren wir ein 16er Loch rein, dann können wir nach da verriegeln und fertig. Dazu brauchen wir die drei Brüder hier, den dicken, den mittleren und den kleinen. So, jetzt können wir es hier verriegeln. Hält. Schließt. Bitteschön. So, unsere Toranlage ist fertig, wunderschön geworden. Geht auf unseren Shop, schaut euch an, was wir für Sichtschutzzäune haben, Tore und so weiter, Terrassen. Wir sind noch nicht ganz fertig hier. Ihr seht, da hinten gucken Leerrohre aus dem Beet raus. Da werden noch Lampen eingelassen. Auch Lampen haben wir im Shop. Guckt euch das an. Guckt euch andere Videos an, die im Moment laufen. Dominik ist da hinten im Moment, macht einen Technikraum, da wird die Fassade verkleidet. Und eine Terrasse machen wir da hinten noch. Also es gibt im Moment einige Videos, die laufen. Abonniert unseren Kanal, drückt die Klingel und bestellt euch Muster. Könnt ihr euch zuschicken lassen, kostenlos. Wenn ihr Fragen habt, dann ruft uns an, schreibt uns. Wir helfen euch da sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.